Willkommen im GÖB-Studio. Danke vielmals. Es war immer mein Wunsch, dass ich einmal in meinem Leben darf in Duros GÖB-Studio vorsprechen darf. Danke vielmals, dass du das möglich gemacht hast. Also es ist auch uns eine Ehre, schaust du hier vorbei, Toni. Jetzt gerade zum Spiel. Ich weiss nicht, wie du Hockey interessiert bist. Wie hast du das Spiel jetzt empfunden? Wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ich meine, du musst dir eins vorstellen. Ich bin das letzte Drittel und habe gesagt, ZSC macht kein Stängeli und Chur macht noch ein Goal. Und was ist rausgekommen? Zwei Goal. Und da fragt doch keine Sau, ob das jetzt noch ein eigenes Goal war. Und das Einzige, was mich genervt hat, dass man noch beim ersten Goal, das der EAC macht, noch ein Tam-Tam macht. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaftsleistung? Gut, also die Mannschaftsleistung war brillant. Ich möchte noch auf Einzelkritik eingehen. Ich habe mit deiner Familie geredet und um bei den Worten von deinem Bruder zu bleiben. Ich habe gefragt, wie bist du zufrieden mit der Leistung des Duro? Und er hat gesagt, also, es ist immer mehr möglich. Es ist ja eine Überraschung, oder, dass der Underdog sich durchgesetzt hat. Und was meinst du eigentlich zur Mannschaft vom Z? Also, ja, ich meine, als Underdog, wie haben sie sich geschlagen? Gut, also ich weiss, dass der Z, die haben sich lange jetzt auch im Trainingslager auf das Spiel da vorbereitet. Und sie haben wirklich auch alles, was sie an Jungs Gemüse hatten, eingeworfen in das Spiel. Ich muss dir ehrlich sagen, dass sie nachher am Schluss gewonnen haben, müssen wir vielleicht akzeptieren, aber es gibt eigentlich nur einen, der heute gewonnen hat. Und das ist der EHC. Weil hast du gesehen, die Stimmung? Hast du deine Fans erlebt? Der Enthusiasmus? Ich meine, was willst du noch mehr? Du sagst es, Toni. Genau, das ist ja so. Wir hatten hier im Hallenstadion eine riesige Stimmung und es war traumhaft. Du hast es genau auf den Punkt getroffen. Jetzt noch schnell nochmal zum Z, dass wir hier bleiben können. Ich weiss nicht, ob du das mitgekriegt hast oder sie ist ja neu gemacht worden mit den neuen Werbungen und so weiter. Und wir konnten leider nicht mehr trainieren gestern Abend. Der Z ist extra am Montagabend angereist, hat zwei Nächte hier übernachtet, konnte am Montag noch trainieren. Meinst du, ist das schlussendlich der Vorteil gewesen, dass sie hier einfach mehr Goal machen können? Ja gut, also wenn wir jetzt über psychologische Kriegsführung reden, muss ich schon sagen, warum macht ihr es neu und schreibt mitten aufs Feld Zürich? Ich meine, so kannst du nicht gewinnen. Alles in allem, ein super Fest. Die Stadt Chur bebt. Am Schluss ist geschrauen worden aus der Fankurve, wo ich ja selber gestanden bin. Wer nicht aufsteht, ist kein Chur. Hoi, hoi, hoi. Ich meine, ich habe ein bisschen rumgeschaut. Ich bin aufgestanden als Toggenburger. Und ich muss euch sagen, also alle Achtung. Die Fans haben die mitgezogen, definitiv. Wo der EHC Chur hat, muss ich sagen, Chapeau. Super Stimmung gewesen. Und auch die Mannschaft. Alle Achtung am Schluss, also die Bestleistung, haben ihr gebracht am Schluss beim Feiern mit den Fans. Ja, du sagst, also, das sind Weltklasse-Fans, also wir können nur zufrieden sein mit diesen Fans. Ja. Jetzt noch schnell zum Schluss, die Wahlen stehen bevor. Hast du noch schnell hier etwas als Kurbevölkerung sagen? Ja gut, also eigentlich, ich bin auch Trainer von einer Mannschaft. Und wir sollten ungefähr in dieser Größe gewinnen, wie heute Z gegen euch. Dann wäre es ein guter Herbst für die Schweiz. Also auch als Underdog voll zuschlagen? Voll zuschlagen. Also ich muss so sagen, wir sind ja ein bisschen der Z in der Politik. Aber die Churer, die sind mindestens so gut wie der Z in der Politik. Aber du weißt ja, in der Politik bin ich mit den Bündnern ein bisschen vorsichtig geworden. Also, nein, nicht mit den Bündner, mit einer Bündnerin. Aber die war also, heute nicht da. Ist gut gegangen. Also schlussendlich kannst du sagen, kannst vom heutigen Spiel mitnehmen, die Euphorie von Chur, von den Fans, mitnehmen in deinen Wahlkampf. Mein Highlight in diesem Wahlherbst ist der Besuch in deiner Sendung. Erstens. Zweitens, der Match. Absolut eine geniale Stimmung. Ihr habt gute Unterhaltung geboten. Sind zu jeder Zeit ebenbürtig gewesen. Wegen diesen neun Töpfen haben wir jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Ihr habt zwei geschossen. Einen nicht allein, aber auch. Das zählt. Und das Letzte, was ich sagen will, jetzt
gehen wir in die Kabine und trinken noch zusammen ein Bierli. Und wenn der Trainer ein bisschen Einsicht hat mit heute Abend, müsste man eigentlich sagen, für jeden Topf mindestens ein Bierli. Das heisst also, heute gibt es zwei. Souverän. Gut, das lösen wir gerade ein. Auf jeden Fall, Toni, danke vielmals, dass du auf dem Göpp-Studio vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke vielmals. Und zurück auf Zürich. Zurück auf Zürich.